Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Tja, wie ihr schon sehen könnt, haben wir hier einen Bonsai. Das ist aber jetzt ein sogenannter Discounter-Bonsai. Der hat mich jetzt sage und schreibe, so wie er hier komplett am Stehen ist, unter 15 Euro gekostet. Ich glaube irgendwie 14,99 oder 14,90 Euro. Ist ja auch letzten Endes jetzt Wurst. Was wir jetzt als erstes machen werden, wir schauen uns den genauer an. Der ist ja jetzt hier wirklich komplett aus seiner Form hinausgewachsen. Der sieht echt, naja, die Bonsai-Form kann man ja jetzt gar nicht mehr hier bei dem Kleinen erkennen. Dann werde ich den als nächstes richtig stark zurückschneiden, damit man auch die Form wieder mal erahnen kann. Und die kleine Maus hier wird auch gleich noch umgetopft werden. Ne? Wir machen dich jetzt gleich richtig schön schick, aber ich werde den euch jetzt erstmal genauer zeigen. Das ist übrigens eine Zelkove, damit ihr auch schon mal wisst, welcher Bonsai das ist. Das hier war ursprünglich auch mal die Front. Hier ist ein richtig dicker, fetter Querschläger. Da haben wir auch noch einen. Das muss hier auf jeden Fall weg. Der eigentliche Stamm, der fängt ja hier unten an und dann macht er so eine Art S-Form. Da hinten geht er dann halt hoch, macht hier auch nochmal einen Knick. Aber man kann hier wirklich nichts mehr erkennen von seiner ursprünglichen Form. Aber das wird gleich richtig Spaß machen. Da werde ich auch wirklich einiges abschneiden müssen. Hier die Rückseite, also da sieht man jetzt eigentlich noch gar nichts. Auch hier alles total zugewuchert. Aber den wollen wir jetzt erstmal schneiden. Ach, das macht immer am meisten Spaß, das Schneiden, wie ich finde. Und immer dran denken, bevor ihr einfach jetzt mal wild drauf losschneidet, setzt euch erstmal vor euer Bäumchen hin und überlegt euch, was möchtet ihr überhaupt für eine Form in der Zukunft mal haben. Ne? Das Problem ist ja immer, ab ist ab. Was ich aber jetzt auf jeden Fall schon mal machen werde, hier diese Querschläger, nehme ich direkt am Stamm schon mal weg. Die Schnittflächen werde ich nachher auch natürlich mit Wundpaste verschließen. Das mache ich aber jetzt wirklich erst ganz zum Schluss, weil ich muss das hier nachher alles noch ein bisschen sauber spülen. Die Wunde hier, die würde jetzt sowieso immer nur wieder, ja, vom Neuen letzten Endes dreckig werden. Zack, weg. Ich frage mich gerade, warum da ein schwarzer Punkt hier drin ist. Ich hoffe, das ist noch im grünen Bereich. Jetzt mache ich mir gerade ehrlich gesagt Sorgen. Ja, muss ich halt mal abwarten. Ne? Nicht, dass das hier eine Pilzerkrankung ist. Ne? Seht mal, irgendwas Schwattes. Ja, mal schauen. Das kann ich jetzt leider auch nicht vorhersagen, was das sein könnte. Muss ich mich überraschen lassen. Wer weiß. So, das hier kann auch schon mal weg. Ich bin aber jetzt so nett, ich gehe jetzt auch gleich auf Zeitraffer. Ja, hier unten kann ich jetzt auch noch gar nichts weiterhin oder weiter viel mehr machen. Das muss ich erst freispülen. Ja, also jetzt kann man auf jeden Fall schon mal seine Form wieder erkennen, ne? Halt hier diese S-Form. Und die beiden hier, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen in dem Zeitraffer, ich habe ja hier immer so ein bisschen rumgebogen, weil hier bei den beiden ist das Problem, bei dem oberen jetzt noch nicht mal, aber der untere, der wird nicht genügend Sonne abbekommen, wenn das hier immer fülliger werden wird und dann wird der hier unten im Laufe der Zeit mir wahrscheinlich verkahlen. Das möchte ich ja nicht. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich spanne den in diese Richtung, also nach vorne hin, und den nachher weiter nach hinten. Hier ist ja dieser Hauptast von dem. Muss ich nachher mal gucken. Wird aber ein Prozess werden, der wird Monate dauern, weil ich kann den jetzt natürlich nicht so von Anfang an direkt so richtig krass spannen, dann bricht er mir ab. Hier habe ich noch Draht gefunden. Entferne ich aber auch erst, wenn das freigespült ist. Oder ich glaube, ich kriege den jetzt schon ab. Mal eben gucken. Ach, kriege ihn schon ab. Ja gut, dann kann ich das ja jetzt auch schon mal sofort machen. Dann haben wir hier noch einen Bereich. Ja, hier sind relativ viele Bereiche, die ein bisschen tricky sind. Aber ich muss auch wieder mal erwähnen, es ist ein Discounter-Bonsai, ja. Es ist ja hier kein perfekt gepflegter Bonsai und außerdem macht das auch viel mehr Spaß. So, jetzt haben wir hier einen Bereich. Hier hätte ich gerne mit der Zeit auch eine Etage. Ja, dass die sich da irgendwann mal rausbildet. Bin am Überlegen. Ich glaube, ich lasse das vielleicht jetzt erstmal hier einfach in Ruhe, in der Hoffnung, dass hier vielleicht mal ein Seitentrieb nächstes Jahr entsteht. Das hier lasse ich jetzt erstmal so dran. Hier ist eine dicke Schnittfläche. Die finde ich jetzt nicht so schlimm, wie das bei dem Fuchientee war. Das sieht hier ein bisschen besser aus. Kann man gleich noch ein bisschen dran rumfummeln. Muss ich mal überlegen. Dann ist hier noch ein Bereich. Ihr müsst euch immer vorstellen, diese ganzen Bereiche hier oder diese Etagen, die man dann ausbildet, die brauchen ja auch alle irgendwo ein bisschen Platz. Und da muss ja auch genug Sonne dran kommen können. Jetzt mache ich mir gerade Gedanken, nehme ich das Ding hier einfach weg. Weil hier ist ja das Nächste, was da am Entstehen ist. Und dann haben wir hier ja auch noch den hier, den dicken. Ich hoffe, ihr könnt das nachher auch ein bisschen sehen. So, ich halte das mal so, dann sieht man das. Ich denke, der hier ist vielleicht überflüssig.
Da ich mir aber jetzt auch noch gerade ein bisschen unsicher bin, lasse ich das jetzt vielleicht doch noch erstmal dran. Andererseits, wenn das jetzt, wenn ich den nach unten hinwegbiege, das sieht total beknackt aus mit dem, der da drunter ist. Ja, ist halt immer ein bisschen schwer zu filmen hier teilweise, die Bonsai. Und da ist auch noch ein bisschen Draht. Wo ist denn hier überall noch Draht? Ja, gut. Wisst ihr was? Ich nehme den weg. Das macht auf Dauer keinen schönen Eindruck. Und für die Zukunft, wenn sich hier was ausbilden sollte, ist das jetzt auch nicht so schlimm, wenn der hier fehlt. Ich mache das jetzt. Daraus lernt man. Man muss ja auch einfach mal seine Erfahrungen sammeln. Und es ist ja jetzt hier auch kein Bonsai, der jetzt irgendwie ein paar hundert Euro gekostet hat. Und ich denke, es sieht auf Dauer gesehen, wird das besser aussehen. Vielleicht hat man ja Glück, vielleicht. Und hier ist auch irgendwo eine schlafende Knospe. Aber das sieht man dann leider erst nächstes Frühjahr. Und man muss auch einfach mal Sachen dann ausprobieren. Hauptsache, die Bonsai gefallen euch letzten Endes. Und ich persönlich finde das jetzt besser, wo es weg ist. So. Ha, kann man hier vielleicht doch was abschneiden? Ich guck mal. Ich glaube, das wird hier wieder ein etwas längeres Video. Ja, wir kriegen es in hübscher hin. Ja, das mache ich mal gleich hier alleine. Da ist aber auch so was Komisches, Fleckiges drin in dem Ast. Nicht, dass das hier so eine Art Welke ist, ne? So eine sogenannte Ahornwelke. Hatte ich ja schon mal erwähnt bei den Ahornbäumen. Ich spüle den jetzt als nächstes erstmal frei und werde das hier ein bisschen bearbeiten. Ja, ich habe jetzt diesen komischen Stumpf, der hier war, jetzt nochmal ein bisschen nachbearbeitet. Also so gefällt er mir auf jeden Fall besser. Was ich jetzt noch machen muss, ich muss das hier noch ein bisschen mehr freilegen. Ja, ich muss mal gucken mit einem kleinen Messerchen gleich, damit ich hier komplett grün drumherum habe. Und dann kommt erst mal eine Wundpaste drauf. Nur dann kann das dann im Laufe der Zeit schöner, ja, verheilen, dass das letzten Endes ein schöneres Auge gibt. Wenn hier drumherum jetzt alles schon tot ist, ja, was soll da letzten Endes noch heilen? In meinem letzten Video mit dem Funkientee, da konnte man das leider nicht erkennen, dass hier grün drumherum war. Und hier werde ich das jetzt nochmal, wie gesagt, nachbearbeiten und dann kommt sofort meine Wundpaste da drüber. Also dieser komische dunkle Punkt hier, der macht mir jetzt echt Sorgen. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt richtig Pech habe, ist das halt die Ahornwelke. Ich hoffe es mal nicht. Die sieht eigentlich auch ein bisschen anders aus. Hier wären dann noch so, ja, so Kringelchen drumherum und noch mehr so komische Punkte. Und das wäre dann auch richtig schwarz. Vielleicht ist das jetzt auch nichts, aber ich muss das auf jeden Fall im Auge behalten oder das Bäumchen vielmehr, weil da kommt ja gleich auch Wunderpaste drauf. Und dann sehe ich das ja nicht mehr. Also das macht mir jetzt echt Sorgen. Ich werde den jetzt erstmal ein bisschen, ja, von der Erde befreien oder vom Substrat vielmehr. Und dann machen wir gleich weiter. Ich denke, ich werde den jetzt draußen auch ein bisschen spülen, weil das dauert mir auf diese Art und Weise jetzt hier ehrlich gesagt viel zu lange. Werde aber nicht die komplette Erde bei ihm entfernen. Ich werde noch was dran lassen, weil der hat so feine Wurzeln, da mache ich dann auch wieder viel zu viel kaputt. Und er wächst. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Hier sind überall helle Wurzeln schon mal vorhanden. Aber nee, ich gehe jetzt nach draußen, sonst bin ich ja wirklich hier morgen früh noch zugange, wer weiß. Ich habe jetzt doch ein bisschen mehr freigespült, als ich eigentlich machen wollte, weil es hat sich was richtig Cooles aufgetan. Schaut mal, hier wachsen überall Wurzeln. Ey, das ist richtig cool. Der war ja, so in etwa bis zu meinem Finger hin eingepflanzt. Richtig tolle Wurzeln hat der hier. Ich werde jetzt erstmal hier das Grobe abschneiden, was hier viel zu lang ist. So, zack. Weg damit, das brauchen wir gleich sowieso nicht mehr. Dann hat er auch wieder mehr Platz in seinem Töpfchen, weil in eine größere Schale wird er jetzt nicht kommen. So, nehmen wir mal ihn hier weg. So, ist schon mal weg. Okay, das ist echt klasse. Ich bin hier gerade ein bisschen aus dem Häuschen. Schaut euch das mal an. Ich habe die Wurzeln auch vorhin, als ich am Spülen war, habe ich die schon mal ein bisschen ja, sortiert. Die waren so kreuz und quer am Wachsen. Hier ist jetzt eine. Da bin ich am Überlegen, die könnte man ja eigentlich so entlang legen. Ich filme das jetzt nochmal mit einer anderen Perspektive, dann seht ihr es auf jeden Fall schon mal besser. Aber es ist total geil. Ja, und hier war ja am Anfang hier dieser Querschläger, ne? Also so weit war der gepflanzt. Hammer, ne? Ja, bevor ich es noch vergesse, das könnte ich ja schon mal wegnehmen. Leider ist dieser komische Punkt da im Holz nicht weggegangen. Ja, da ist ja alles knallegrün, ja, komisch. Was das wohl ist, ey. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Aber es sieht richtig geil aus, ne? Mal eben schauen, ob ich hier noch was abschneide. Ah ja, das kann auch weg. Na, wo ist meine Schere? Wo muss ich aufpassen? Ich muss ja hier die Wurzeln gleich noch ein bisschen sortieren. Weil das sollte man auch immer beachten, ne? Wie sehen die Wurzeln aus? Ich habe manchmal den Eindruck, das wird ganz gerne mal vergessen, die Gestaltung der Wurzeln. Weil ich finde persönlich, das ist genauso wichtig wie das obere hier von seinem Bäumchen. Aber das sieht richtig cool aus.
Also, dass das so cool aussieht, ne? Was sich hinter diesem Bonsai jetzt an Schönheit versteckt hat, das ist echt der Wahnsinn. Ich finde dich richtig toll. Du bist, also, das hätte ich nie gedacht, ne? Dass hier so richtig tolle Wurzeln sind. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der so tief in der Erde vorhin noch war. Wahnsinn, ne? Ich hätte sogar hier noch mehr freispülen können, aber das werde ich dann irgendwann nächstes Jahr mal machen. Jetzt erstmal nicht. Jetzt topfen wir dich erstmal ein. Das mache ich mal eben alleine. Und dann machen wir noch ein paar kleine Feinarbeiten. Ich werde den jetzt auch in der Zwischenzeit schon mal drahten oder halt spannen. Wisst ihr was? Ich habe mich jetzt gerade dazu entschlossen, ich werde jetzt bei dem kleinen Kerl gar nichts mehr machen. Hab den jetzt umgetopft. Die großen Wunden habe ich alle verschlossen. Der Ast hier, der ist jetzt schon mal so weit gespannt. Der wird jetzt alle paar Monate ein bisschen nachgespannt werden, dass der im Laufe der Zeit, ich sag mal, mehr hierhin kommt. Den hier kann ich erst nachher spannen, wenn er seinen finalen Standort hat. Weil ich kann das jetzt hier beim besten Willen nirgendwo jetzt irgendwie noch festbinden. Ich will ihn nämlich in diese Richtung haben. Dazu nehme ich mir jetzt nachher einfach hier irgendwie einen großen Stein, packe mir den da hin, nehme eine dicke Schnur und dann wird er halt, wie gesagt, nach dahin gespannt werden. So, jetzt kommen wir mal zum Thema Pflege. Das ist jetzt so eine Sache bei dem, weil die Zelkove, das ist ja im Prinzip so eine Unterart von den Ulmen, oder nicht im Prinzip, die gehören auch unter anderem, mein Gott, zu den Ulmengewächsen. Ich hole mir mal eben den Zettel dazu und lese euch das jetzt einfach mal vor. So, den Beipackzettel von ihm habe ich jetzt auch gefunden, was ich euch jetzt noch gar nicht verraten habe. Ich habe den jetzt zweimal. Ich habe nämlich noch einen von denen. Und der ist witzigerweise das ganze Jahr über draußen. Der war auch im Winter bei mir draußen. Den hatte ich einfach mit seiner Schale eingebuddelt. War ein geschützter Standort an einer Hauswand. Hat ihm überhaupt keine Probleme gemacht. Aber ich muss jetzt auch sagen, die Winter hier bei mir, die sind jetzt auch nicht unbedingt immer extrem. Aber für dieses Jahr werde ich alle meine Outdoor-Bonsai, die hole ich dann hier in die unbeheizte Werkstatt hinein. Und genauso werde ich das mit dem hier auch handhaben. Der wird jetzt noch, ja, ich denke mal so 1 bis 2 Wochen bei mir draußen bleiben dürfen, aber dann kommt er hier auch wieder in die Werkstatt. Vielleicht stelle ich den hier auch immer so auf den Tisch dann hin oder nicht vielleicht. Der wird hier wahrscheinlich auf dem Tisch dann auch bleiben, dann seht ihr den immer in den anderen Videos mal. Aber wer den jetzt als reinen Zimmerbonsai kultivieren möchte, ich lese das jetzt hier auch einfach mal ein bisschen vor. So, der Standort, also keine direkte Sonneneinstrahlung, ja, wird der draußen bei mir auch nicht haben, ne, ganz wichtig, sonst verbrennen euch hier die ganzen Blättchen. Zimmertemperatur, also die optimale Zimmertemperatur liegt zwischen 16 und 22 Grad. Also ich denke mal, 16 Grad wird ja wohl kaum einer in seiner Wohnung haben. Das ist ein bisschen schattig, wie ich finde. Ich denke mal, eher so 20 Grad werden die meisten haben oder so 21 Grad. Regelmäßig gießen, ja, das ist klar, das mache ich bei dem, der draußen bei mir steht, auch natürlich immer, auch nur mit Regenwasser im Übrigen. Staunässe vermeiden und das darf hier nicht austrocknen. Ne? Also wenn ihr den jetzt als reinen Zimmerbonsai kultivieren möchtet, 22 Grad oder vielmehr 16 bis 22 Grad, Entschuldigung, Erde sollte nicht austrocknen, regelmäßig gießen, aber Staunässe vermeiden. Sieht man ja auch bei diesen Schalen ganz gut, dann kann man ja immer hier zwischen dann so ein bisschen reingucken, steht da jetzt Wasser drin, ja oder nein. Ich werde den immer so schlückchenweise wässern, dann ist das alles ein bisschen einfacher. Was gibt es denn noch über dich zu erzählen? Eigentlich jetzt erstmal nicht, ne? Ich werde mich aber jetzt an dieser Stelle bei euch verabschieden. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye.